Hallo, mein Name ist hier exklusiv für Crab TV. Ich bin auf Mallorca. Ihr seht hinter mir eine Terrasse. Da kann man ein Bier trinken, etwas essen. Man braucht kein Impfzertifikat. Das Gleiche ist, wenn man drinnen etwas isst oder so. Das war in Spanien nicht überall immer so gewesen. In Galicien haben sie ein Impfzertifikat einmal eingeführt, während fast einem Monat oder zwei. Und das hat natürlich das oberste Gerichtshof von Spanien sofort als verfassungswidrig kassiert. Und so, einfach, dass ihr wisst, verläutet mal eurem Gericht da in der Schweiz, dass die das auch wieder rückgängig machen. So Sachen ist Impfapartheid dort gar nicht, finde ich. Ja, exklusiv für Crab TV, viele Grüße aus Mallorca.